In diesem Video lernst du aus erster Hand von einem Aquariumbauer, der sehr viele nützliche Tipps zum Thema individuelle Maßanfertigung für dich bereithält. Gerade wenn dich das Thema Maßanfertigung deines Traumaquariums interessieren sollte, ist dieses Video ein absolutes Muss. Hi und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Meerwasser Online. Ich bin Olli und wir helfen dir, das schönste Hobby der Welt besser zu verstehen, Schritt für Schritt und leicht verständlich zu deinem eigenen top laufenden Meerwasseraquarium. In diesem Video geht es um die individuelle Gestaltungsmöglichkeiten deines eigenen Traumaquariums. Stefan, unser Aquariumbauer aus Berufung, gibt viele Tipps zum Thema Maßanfertigung und Bauform. Und was es dazu alles zu wissen gibt, das darfst du auf keinen Fall verpassen. In diesem Video erzählen wir dir etwas zu meinem Meerwasseraquarium, von der Idee über die Planung, die Vorbereitung und die Verklebung vor Ort, gell, durch dich, Stefan. Ich war damals bei dir in der Werkstatt, stand da mit so einer Grundidee. Ich wusste, ich wollte ein Aquarium, hatte so grob die Länge von 2 Meter im Kopf und die Höhe, ne, kam ich, glaube ich, so mit um die 60 Mal auf dich zu. Nee, mindestens 60. Oder mindestens 60, habe ich so überlegt, wollte ich ganz gerne haben. Und da ist ja auch bei 2 Meter Länge. Genau. Ich wollte halt eher so in die Tiefe und da war ich mir aber nicht sicher. Ne? Da haben wir beide uns dann mal drüber unterhalten oder wollte mich mal vom Stefan beraten lassen, was er da so vorzuschlagen hatte. Ja, und da du ja in meiner Nähe wohnst, genau, bin ich dann zu dir gekommen. Ne? Richtig, ja. Auch um mir den Weg der Aquarienkomponenten vor Ort mal anzuschauen, weil erster Stock, ne? Das ist ja immer so ein wichtiges Thema. Ja. Und Standplatz wollten wir halt mal in Augenschein nehmen. Das ist natürlich in den wenigsten Fällen für einen Aquarienbauer möglich, wenn du jetzt einen Aquarienbauer da ins Boot holst und sagst, ey, ich hätte so gern, dass du hier mal vorbeischneist. Dann sagt der Junge, du wohnst in Berlin, ich hier in Frankfurt. Das geht, aber das kostet. Also, ne? Und es war jetzt schon eine Luxussituation. Steht in keinem Verhältnis, war schon gut, dass ein Aquarienbauer mal eben vor Ort da auftaucht. Es sei denn, es wird wirklich bezahlt und man kann sich das leisten. Ansonsten ist das nur mit digitalen Medien möglich. Genau. Ein paar Fotos hin und her, WhatsApp, was auch immer, was da so gibt, ne, dass man sich da als Aquarienbauer so viel wie möglich Infos holt. Gerade zur Statik, ne? Wo soll das hin? Wie sieht es vor Ort aus? Gut, die Statik kannst du nicht per digitaler Medien klären. Ne? Das muss jeder selbst klären, ne? mit Bauplänen und Statiker und Co. halt. Ne? Mhm. Nur so viel dazu, dass das ein Luxusfall war, weil ich bin in 6 Minuten bei dir. Deswegen ist das gar kein Ding. Ne? Was es jetzt zu klären gab, war erstens mal die Statik, ne, am Standplatz. Die hattest du ja anhand schon von Bauplänen mit dem Statiker geklärt. Genau, ich wusste, es ist eine tragende Wand. Wusste ich schnell. Das sind die Stahlträger, die laufen da durch. Also das war möglich, das dort zu platzieren. Ja. Die Beckentiefe und Höhe. Da kamen wir dann zu dem Ergebnis von 75 cm Höhe. Mhm. Weil dir war ja wichtig, dass du mit dem Arm noch irgendwie an alles rankommst im Beckeninnern. Ja. Und da ist bei 75 meiner Meinung nach einfach so eine Grenze. Alles, was höher ist und du hängst dann mit der Achsel schon auf dem Glasrand, dann hängen die Finger nicht auf der Bodenplatte, sondern in der Luft. Und man braucht schon Greifer und Werkzeuge, um an alles. Also ich kann dir sagen, ich habe einen Elefantenfuß, ne? So nennt man den ja umgangssprachlich, so ein Rolltritt. Wenn ich da drauf gestiegen bin, konnte ich oben über den Beckenrand greifen und kam noch mit den Fingerspitzen auf den Glasboden. Mhm. Also das war nahezu noch optimal. Und ja, je nach Höhe Unterschrank kommst du nämlich auch bei 75 schon nicht mehr an alles. Wenn der Unterschrank 90 Meter hoch ist, hängst du schon in der Luft mit dem Arm. Ne? Ja. Die Tiefe war noch ein wichtiger Punkt. Ne? Ja. Wir haben die Tiefe dann auf 85 Zentimeter gemacht, weil es immer schöner wirkt, wenn du mehr Tiefe als Höhe hast. Das gibt sehr schöne Einrichtungsmöglichkeiten und das wirkt einfach toll. Absolut, ja. Höhe des Unterbaus hatten wir gerade eben angerissen. Wir haben uns über die Unterbauart dann unterhalten. Ne? Da gibt es ja auch einfach verschiedene Möglichkeiten. Und aufgrund des hohen Gewichtes schon allein, wenn man das über das Beckenmaß nachgedacht hat, ne, hat man sich dann dazu entschieden, dass wir auf Alu-Maschinenprofile gehen. Ne? Weil die haben einfach ein geringes Gewicht.
und die sind einfach auch in Zukunft jederzeit maßlich änderbar. Ne? Also die sind verschraubt und für spätere Nutzung einfach immer wieder verwendbar und das hat es dann einfach ausgemacht. Das ist ein Riesenvorteil. Ja, ja. Vom Preis her, wie gesagt, nicht die günstigste Variante, aber da konnten wir etwas einsparen, weil du gesagt hast, da du auf kriechendes Salz ein scharfes Auge hast, genau, können wir uns die Pulverbeschichtung sparen, die man eigentlich bei Aluminium auch noch machen kann. Es kann zwar nicht rosten, ne, aber es kann halt schon anfangen zu korrodieren. Korrodieren heißt das bei allem, ja, genau. Ja. Ja, kriechendes Salz, ja. Wer da gar nicht drauf aufpasst, muss sich halt mit Materialien schützen, ne, und sagt dann, kann eh nichts passieren. Ich habe an alles gedacht. Also ich bin da sehr penibel gewesen schon immer. Also ich habe, wenn ich mein Glas sauber gemacht habe mit Glasreiniger, bin ich halt auch immer mal dann über den Unterbau gegangen. Ne? Das war so eine Grundsache, die ich immer wieder mit bei der Reinigung einfach gemacht habe. Wenn man das macht, kann man drauf verzichten. Ich sag mal, die Optimallösung ist einfach Pulver. Ne? Dann, dann hast du irgendwo Ruhe. Schutz, ja. Der Schutz einfach, genau. Bei der Höhe war ja noch zu beachten, dass du ein großes Filterbecken im Unterbau haben möchtest. Ja. Thema Handling, Technik, Bedienbarkeit vom Abschäumer, Schaumtopf und so weiter. Ne? Da kann man sich ja nicht jetzt so da einkerkern, dass du sagst, naja, ich habe irgendwie ein Filterbecken drunter bekommen, aber es ist für nichts Platz und ich kann es auch nicht bedienen. Ja. Wir haben oben noch ein Profil vom Alu-Gestell, was im Weg ist, genau, 8 Zentimeter. Ne? Ja. Und das muss man einfach alles mit berücksichtigen. Ja. Aber da du auch halt gewisse Vorstellungen hattest mit Refugium im Filterbecken und so weiter, war einfach eine gewisse Höhe auch unabdingbar. Ein Muss. Ja, ja. Das ging gar nicht anders. Ja. Wir haben dann die Kammern abgeklärt, was du alles so haben möchtest. Ja. Ne? Und dann kamen wir auf ein Maß für das Filterbecken von 1,80 Meter, 65 tief und 50 hoch. Exakt, ja. Ne? Das ist schon der Stolz eines manchen Aquarianers als Hauptbecken. Ja. Bei dir war es halt jetzt der Filter. Ja. Also am Ende sind dort 240 Liter in etwa drin gewesen. Das ist heftig. Ja, wenn das gelaufen ist. Ja. Um die Bedienbarkeit zu gewährleisten, musste der Unterbau 80 hoch werden, ne, damit man einfach genug Platz hat. Das war auch eine optimale Höhe, um von der gegenüberstehenden Couch da einen guten Blick rein schön gerade reinzuschauen. Ne? Es war optimal, ja. Ja, ja, als das jetzt soweit schon mal besprochen wurde, kamen wir beide jetzt in diese Klärung. Was kann denn im Ganzen angeliefert werden? Ne? Was konntest du als Aquariumbauer schon in deiner Werkstatt zusammenbauen? Und was musste vielleicht vor Ort geklebt werden? Ne? Und da war dann halt schnell klar, der Unterbau konnte vorab fertig gemacht werden. Und das Filterbecken, ne, das hast du auch vorher geklebt. Das wäre auch vor Ort eine Katastrophe. Ja. Ne? 1000 Trennwände kann man... Also ich hatte mir das zwischendrin in der Werkstatt bei ihm anschauen dürfen, wo er es geklebt hat. Da lag dann die ganze Werkstatt voll mit einzelnen Glasscheiben. Das macht man gerne in der Werkstatt und nicht beim Kunde. Das sprengt den Rahmen. Ja. Das Aquarium wurde dann vor Ort geklebt. Ne? Das war eine Vorortverklebung. Wir hatten das jetzt mal anhand der Daten des Glases so ein bisschen ermittelt. Also wir kommen da so auf ca. 300 Kilo. Ne? Nur das Aquarium. Und das hätte keiner da die enge Treppe hochgeschaut. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Also selbst mit 4 starken Männern, das wäre ein Irrsinn gewesen, das überhaupt nur sich zu überlegen anzugehen. Genau. Wichtiger Punkt war auch die Größe und Platzierung des Überlaufschachtes im Aquarium. Ne? Ja. Haben uns auch schön viel Gedanken gemacht. Ja. Ne? Und die Anordnung der Glasstege zur Stabilisierung. Ja. Da können wir mal vielleicht eine kleine Skizze mal, wie wir die eingebaut haben. Ne? Also wir haben jetzt hier, ich hoffe, man sieht das, dein Aquarium. Genau. Und dann haben wir hier einen stabilen Längssteg durchgezogen, hier auch. Ne? Richtig, ja. Den links runter. Haben dann hier als Springschutz nochmal seitlich einen Steg hingebaut. Genau. Und hier haben wir den weggelassen, weil hier ist der Überlaufschacht und du wolltest da ja ordentlich Zuggriff haben auf das Schachtinnere. Man muss da vielleicht immer mal dran, ne? Sonst ist das blöd. Es reicht, wenn ein Fisch da mal reinspringt, sich verirrt. Ne? Das kann immer mal passieren und dann musst du irgendwie noch dran. Also deswegen haben wir die Ecke offen gelassen. Genau. Dann ging es noch um die Schachtgröße. Ne? Genau.
Die richtet sich ja nach der gewünschten Menge der Bohrungen. Also man muss ja abklären, wie viel Bohrung will der Kunde. Und du wolltest irgendwie zwei Ablaufbohrungen, also Ablauf und Notablauf. Ne? Ja. Und eine Zulaufbohrung. Die Zulauf war 32er Rohr und die Ablaufbohrung waren 50. Ja. Das ist schon ganz anständig. Ja, einfach auf Nummer sicher zu gehen. Man muss auch immer, also das möchte ich nochmal für dich aufgreifen, also den Notablauf niemals kleiner wählen. Ne? Das macht man nicht. Richtig. Also, der muss ja dasselbe können wie der eigentliche Ablauf, wenn der. Auch wenn wir uns da wiederholen sollten, falls du das in einem anderen Video schon mal gehört haben solltest, das ist einfach ein wichtiger Punkt. Ja. Ne? Den Schacht, wie gesagt, haben wir in der hinteren rechten Ecke angeordnet, da erstens die Strömung im Aquarium so nicht gestört wurde, ne, die konnte schön fließen. Und die Schachtwände halt so nicht ins Aquarium ragen, ne, der ist quasi fast unsichtbar, kann man sagen. Ist einfach eine tolle Stelle. Ja. Und außerdem hat er in keinster Weise den Blick ins Aquarium gestört, weil hier steht irgendwo, ich weiß nicht, ob man das jetzt da sehen kann, Ollis Couch im Raum, ne? So, mit Blickrichtung aufs Aquarium. Und da haben wir den Schacht hier in die Ecke gebaut, ne? So irgendwie. Genau, ne? Genau. Und da hat er in keinster Weise gestört. Ja. Es ist einfach ein Riesenvorteil, was die Strömung angeht, ne? Weil, darf ich mal? Ja. Man hat einfach, ich hatte dann irgendwo hier in der Ecke war eine Filterpumpe und wenn die Strömung dann hier langläuft, ne, bricht die hier nicht an irgendeiner Kante, sondern kann hier einfach weiterfließen. Ja. Ne, und man hat hier eine schöne Ringströmung einfach quasi simulieren können. Ja. Ist eine tolle Sache, ja. Also war echt ein guter Tipp vom Stefan, dass wir den so einbauen. Was als nächstes zu klären war, war, ob du Stoß- oder Wulstverklebung haben willst. Ja. Das kann ich vielleicht auch mal kurz zeigen. Stoßverklebung. Die Scheiben kommen auf Stoß zueinander an. Hier haben wir eine Kehlnaht im Beckeninneren. Und hier werden die Scheiben auch verklebt. Also das hier ist Silikon. Genau. Und das hier ist die Sicht dann von außen drauf. Genau. Das ist die vordere sichtbare Ecke. Und jetzt haben wir eine Wulstverklebung. Da stehen die Scheiben schon mal mit. Oh, jetzt habe ich wieder eine schöne Scheibe gemalt. Ja. Ist normalerweise gerade. Ist live. Ist in echt auch gerade geworden. So. Die Scheiben haben zueinander schon mal ein bisschen Luft. Jetzt ist hier unsere Kehlnaht und hier unsere Silikonecke. Das heißt, hier ist unser Silikon. Ne? Genau. So. Und wenn jetzt hier der Olli in sein Zimmer kommt, weil hier war halt seine Tür. Ne? Genau. Und hier war irgendwo, hier haben irgendwo Möbel gestanden und ich musste quasi. Genau, ein ziemlich enger Weg am Aquarium vorbei. Also haben wir gesagt, er hat auch einen Sohn. Ja. Der war da noch klein. Noch nicht 18 ist. Und da ist so eine Ecke natürlich immer ein Gefahrenpotenzial, auch fürs Aquarium selbst. Ne? Und wenn die quasi gummiert ist, also weich, auch Silikon, haben wir gesagt, machen wir es so statisch gesehen. Frag 5 Aquarienbauer und du hast 7 Meinungen. Ja. Ich habe immer gesagt, ich habe das immer nach solchen Kriterien behandelt. Also ich bin der Meinung, dass eine Wulstverklebung, dass die Scheiben in sich etwas spannungsfreier verklebt sind, weil so eine Naht natürlich Spannungen besser aufnehmen kann als jetzt diese enge Geschichte. Mm. Ja, hier hast du ein paar Millimeter Silikon zwischen den Scheiben und hier ist schon ordentlich Material. Aber das musste jeder selbst entscheiden. Klar, solche Faktoren wie wer rennt da vorbei und so weiter. Optisch ist im Moment Stoßverklebung das ist eigentlich gang und eigentlich gäbe. Aktuell fast Standard geworden, aber ich finde, das muss man einfach mit den anderen Gesichtspunkten abklären. Es ist doch auch eine Frage, ne? Wie genau ist auch mein Glas gearbeitet? Richtig, Geld, das ist auch da, ein Punkt. Da wäre ich jetzt dazu gekommen, wenn ich so einen großen Pott wie bei dir, früher habe ich die Gläser ja noch selbst geschliffen, das mache ich ja jetzt nicht mehr oder schon lange nicht mehr, zuletzt, ich klebe ja nichts mehr. Aber ich habe mir die dann geschliffen und poliert anliefern lassen. Manchmal schon zur Baustelle. So, da komme ich da hin und will ein Aquarium Stoß verkleben. Da bin ich darauf angewiesen, dass die Winkel
der Glasscheiben absolut auf 90 Grad sind und nicht plus minus 3 mm. Das ist nämlich die Toleranz, die ein Aquarienbauer hinnehmen muss, wenn er Glas bestellt im Werk. Es sei denn, du bestellst die Scheiben CNC geschliffen. So, dann hast du 100% im Winkel stehende Scheiben, also, die auch im Maß dann stimmen. Ohne Toleranz stimmen. Höherer Kostenaufwand wahrscheinlich, ne? Ein deutlich höherer Kostenaufwand. Ich kann es jetzt nicht in Zahlen fassen, aber jetzt bei so einem Becken wie bei deinem wäre der CNC-Schliff ca. 500 Euro mehr gewesen. Das fällt schon ins Gewicht. Ne? Das sind nicht ein paar Euro. Ja, ja, ja. Ist auch für den Hersteller einfach einige Arbeitsschritte mehr. Richtig. Ne? Das ist ganz normal. Und deswegen ist die Wulstverklebung, wo die Scheiben halt nicht Stoß im Winkel stehen müssen, sondern die haben Luft zueinander und es wird alles mit Silikon ausgefüllt. Ich will nicht sagen, es ist egal, aber es fällt nicht ins Gewicht, ob wir hier eine Toleranz im Maß haben. Das macht die Wulstverklebung einfach wieder unsichtbar. Ja. Deswegen halt auch diese Entscheidung. Ja, absolut. Was das Silikon angeht, hatten wir zwei Möglichkeiten. Genau. Entweder das übliche Aquariensilikon, sagen wir mal, zu 95% der Fälle genommen habe, oder die 2K-Variante. Die, also bei dem üblichen musst du halt Geduld haben und ein Meerwasser-Aquarianer, das wirst du auch schon gemerkt haben oder noch merken, braucht Geduld. Ja. Ja, ein wichtiger Punkt. Und du bist ein Geduldiger und da hast du gesagt, ey, erstens gebe ich nicht sinnlos viel Geld aus und zweitens warte ich gerne und du hast ja auch danach ein paar Tagen oder zwei Wochen schon mal angefangen mit Bodengrund und Geschichten und Steinaufbauten gemacht und so weiter. Genau. Als die erste Haut in der Naht quasi, also ich habe einfach gewartet mal so 10 Tage, bis das mal schon antrocknen konnten. Ne? Und ich hatte, glaube ich, insgesamt sogar 4 Wochen am Ende gewartet und habe das in Ruhe austrocknen lassen, weil da muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Also wenn so ein Projekt entsteht, so habe ich das empfunden, das ist ja ein Privileg, wenn man sich sowas mal bauen lässt, ne? Dann darf man mal sagen, komm, für ganz eilige, also die 2K-Variante ist im Silikon ca. 40% teurer. Ja. Das sind wieder ein paar hundert Euro. Ja, ja. Da kann man dann theoretisch am nächsten Tag füllen, ja, wenn man es unbedingt möchte. Statt mehrere Wochen hat man dann halt vielleicht 1-2 Tage dann, ne? Ja, ja. Aber ich weiß nicht. Also die Firma, wo ich das früher gekauft habe, die bietet das sogar nicht mehr an als 2K Aquariensilikon, weil da irgendwelche Aquarienbauer wohl Schindluder getrieben haben. Ich weiß nicht, ob die so einen Potter nach 2 Stunden geflutet haben und nicht mal ein paar Stunden oder einen Tag oder was warten konnten. Haben sich dann beim Hersteller wahrscheinlich beschwert. Und dann haben die sich beim Hersteller beschwert, ey, das ist doch 2K, das härtet doch sofort aus. Ja. Und dann hat die Firma reagiert und hat gesagt, gut, das heißt jetzt nicht mehr Aquariensilikon. Genau. Die bieten das jetzt noch an, aber unter einem ganz anderen Namen, so sind die juristisch raus, kann denen nichts mehr passieren. Ne? Ja. Schon krass, aber passiert halt. So ist es ja. Ja, der Stand war der, wir haben soweit alles besprochen, du warst vor Ort, du hast dir das alles angeschaut, wir haben uns geeinigt auf ein Maß, das Filterbecken war klar, der Unterbau war klar, die Verklebungsart war klar, dann kam es zum Angebot, ich habe mir einen Preis eingeholt, das lag irgendwo im Rahmen meines geplanten Budgets, das ist ja auch immer wichtig, Thema Budgetplanung. Haben wir auch eine eigene Lektion gehabt, deswegen empfinden wir das auch so wichtig und wollen dir das auch mitteilen, weil da darf man sich nichts vormachen, das summiert sich einfach. Ne? Und da darf man nicht vergessen, da kommt ja noch ein bisschen was dazu, da ist ja noch keine Technik verbaut. Ne? Ja. Ja, und als es dann soweit war, ne, Stefan, habe ich dir den Auftrag erteilt, dann konnte es losgehen. Ne? Als ich den Auftrag hatte, oder so mache ich, habe ich das immer gemacht, wenn der Auftrag da war, ne, bestelle ich die nötigen Bauteile, ne, die kamen dann nach 2 Wochen bei mir an und dann habe ich zuerst das Filterbecken in meiner Werkstatt geklebt, habe das trocknen lassen und in der Zeit wurde der Aquariumunterbau fertiggestellt, in der Zeit, wo die Filtergeschichte getrocknet ist. Ne? Und jetzt war der nächste Schritt, alle Komponenten samt Werkzeug zu Olli zu transportieren. Ne? Ja, der Part, der war schon lustig. Was aber nicht zu unterschätzen ist, das ist die Vorbereitung.
Also die wohnlichen Gegebenheiten müssen einfach passen. Ich sag mal, angefangen, wenn du eine Hofeinfahrt hast, bis ins Haus, der Eingangsbereich. Also bei mir ging es, ne, wir sind es dann abgelaufen, es mussten Bilder von der Wand, nicht nur das Bild, sondern auch der Nagel in der Wand, ne, musste raus, weil wir mussten eben in den ersten Stock. Das schlitzt sonst den Oberarm auf, wenn da einer mit dem Aquarium, oder der darf das nicht fallen lassen. Oder mit Glas zu nah an die Wand, dann hast du einen Kratzer drin, Teppichläufer mussten weg. Ich hatte im Eingangsbereich sogar eine Tür ausgehängt. Also alles Erdenkliche musste einfach vorbereitet werden. Also das war ein Tag, war quasi Anlieferung. Ne? Ja. An dem Tag wurde nichts mehr geklebt. Da war wirklich dann alles bei mir im Zimmer. Also das ist ein absoluter Wahnsinn. Das muss einfach auch in dem Raum, wo dann später geklebt wird, ne? Oder geklebt wurde, wo das Aquarium dann steht, musste das ganze Mobiliar weg. Es muss ja auch Platz sein drumherum. Genau. Ne? Also ohne Ende, genau. Also da wollen wir nochmal sensibilisieren. Achte darauf, wenn du so ein Projekt planst, gute Vorbereitung ist alles. Nicht warten, bis der Aquarienbauer schon da ist und dann mal gucken, der kommt ja hier gar nicht rein und hin. Und das ist ärgerlich. Was haben wir zuerst dran gehievt? Ja, das Filterbecken. War die Hölle. Da das ja nicht nachträglich in den Unterbau passt. Musste es zuerst hin. Wegen der Mittelstrebe, die Mittelstütze vom Alugestell, wäre ja im Weg gewesen. Genau. Und zeig das doch mal auf, wie das war. Was denn den? Das Alugestell und die Mittelstrebe, damit man das so ein bisschen bildlich sich mal. Genau, also du hast quasi hier das Gestell. Das Gestell war wieder nicht so schief wie meine Zeichnung. Das ist gar nicht schlimm. Also dann haben wir halt hier die massiven Verstrebungen. Genau. Hm? Und aufgrund der Länge des Unterbaus, ne, hatten wir einfach eine Mittelstrebe. Genau. So, genau. Und jetzt aufgrund würde hier das Aquarium stehen, ne? Aufgrund dieser Strebe konnten wir das Filterbecken nicht nachträglich reinsetzen. Und hier der Filter halt irgendwie so. Ja. Genau. Ja, keine Chance. Das ging nicht. In manchen Fällen kann man noch von hier ins Gestell tauchen, aber da war dann schon die Tür und Wand. Mhm. Keine Chance. Also haben wir erst das Filterbecken hingestellt und dann das Gestell drüber. Drüber, ja. Ne? Auch da große Vorsicht. Also wir haben dann das Filterbecken mit Decken abgehängt, weil es passiert schnell mit dem Unterbau, dass du mal auf irgendeine Kante hängen bleibst. Ne? Absolut. Also da wirklich ganz sensibel sein, weil sonst machst du wochenlange Arbeit und auch viel Geld zunichte irgendwo. Ja. Ne? Also dann, wie gesagt, kam der Unterbau da drüber und nachdem der dann ausgerichtet war, konnte ich mit der eigentlichen Vorortverklebung beginnen. Ist ein sehr spannendes Kapitel, also muss ich sagen, das war sehr spannend, da mal dabei sein zu können. Das ist ja auch irgendwo so ein bisschen ein Privileg, da mal dem Aquariumbau über die Schulter zu schauen. Ne? Also wie ging es weiter? Es ist im Prinzip nach der Fertigstellung des Aquariums, ne, ich habe das dann, wie gesagt, alles in Ruhe mal, die ersten 10 Tage mal in Ruhe gelassen, habe ich dann angefangen mit der Installation der Technik, ne, habe mich im Filterbecken quasi ausgetobt, habe dann meine Verrohrung gemacht. Und als das ganze Silikon nach 3 Wochen circa so richtig trocken war, da war es schon annähernd ausgetrocknet, habe ich meinen Riffaufbau gemacht und dann ging das alles so seinen Weg bis hin zum fertigen Aquarium. Ne? Ja, wir hoffen, es war für dich interessant. War ein informativer Einblick, denke ich, gell? Viele nützliche Informationen von meinem Projekt und wir sehen uns im nächsten Video. Ja, ein Video aus Stefans Paradedisziplin, der individuellen Maßanfertigung von Meerwasseraquarien. Gib uns einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video, hier auf unserem Kanal.